Jo, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Nach einer längeren Pause geht es endlich weiter. Und ich muss zur Riesenschlucht nach Xatu Ausschau halten, denn man sagt, er wisse alles. Und ich finde die Musik hier voll cool, ehrlich. Dies ist die Riesenschlucht. Der Gipfel wird Berg der Vorzeit genannt. Interessant. Laut Simsala liegt der Zugang zum Berg der Vorzeit auf E13. Okay. Xatu sollte sich dort aufhalten. Nagi, strengen wir uns an. Oh Mann, ich bin total aus Mystery Dungeon raus. Ich habe viel zu viel Mohamon gespielt. Und da kommt schon ein Dummiesel. Ein dummer Esel. Hey, dummer Esel. Tackle. Yeah, Bisasam, ich bin stolz auf dich. Du machst dich. Und ihr seht, ich habe Bisasam cool Saat beigebracht. Gar nicht so schlecht, die Attacke. Appel! Ah, ich habe keinen Platz mehr für Appel. Dann muss der Apfel halt liegen bleiben. Boah, kann vielleicht irgendjemand einen Remix von diesem Song machen? Ich finde den total cool. Und noch ein dummer Esel. Spüre meine Aquaknarre. Na, nix weglaufen. Bist du ein Mann oder eine Memme? Gar nichts. Ich bin ein Pokémon. Nein. Komm her. Es wäre doch zu schade um die Erfahrungspunkte. Ah, leck mich doch. Blöd, Mann. Ah, ich werde versuchen, das möglichst schnell auf die Bühne zu bringen. Da. Ja, Bisasam, du bist hier wieder ziemlich klotzerbein. Ich könnte über das ganze Wasser drüber latschen, aber nee. Ich habe dich hinter mir kleben. Deshalb kann ich das total vergessen. Weil Bisasam dann wieder wie so ein Idiot hier rumläuft und sich umbringen lässt. Nein, komm her! Geht doch! Her mit deinem Geld! Oh, Funfi! Ich bin Benjamin! Bist du nicht? Mäh! Bin ich doch! Nein, bist du nicht! Mäh! Ha, siehst du, ich hatte recht. Und noch mehr dumme Esel. Aquaknarre. Die hauen immer ab, oder? Ist das bei den Dummiesel speziell so, oder habe ich jetzt einfach nur Pech? Hubelupf. Dazu nur, dass ich kein Eis attacken kann. Ein Eisstrahl, das wäre was Feines. Yeah, Top-Elixier, ich muss es haben. Ein überlebenswichtiges Item. Was kann da mal weg? Dieser Samen. Du musst mal das Weißgummi benutzen. Oder ich esse das Weißgummi. Genau, ich esse das Weißgummi. Ich habe dir schon eins gegeben. Yeah, das ist die Treppe. Wie war das? Auf Etage 13 müssen wir? Ach, macht euch schon mal darauf gefasst, das wird wieder ein Zweiteiler. Komm, kommt, Hubelupf. Hubel, hubel. Daneben, Bisasam. Daneben. Ja, komm, du musst die Kugelseite jetzt nicht immer einsetzen. Heb sie dir für Momente auf, wo wir sie wirklich brauchen. Okay, die Bären brauchen wir nicht. Wie gesagt, Status heilende Items nehme ich nicht mit, weil die meisten Statusveränderungen heilen sich ja sowieso, wenn man die nächste Ebene betritt. Und Tackle. Yay, gut gemacht, Lisa. Mich sehr sein Stolz auf dich. Oh, scheiße, na! Oh, verdammt. Ich gehe ins Wasser. Okay, Bisasam, du schießt. Yay! Bisasam steigt auf, Level 16. Ja, mein Level ist gestiegen. Krieg ich auch ein Level ab? Nee. Aquaknarre.
Ah! So viel darfst du mich nicht gießen! Jetzt habe ich's aber gemacht. Jetzt ist es zu spät. Oh nee, der schon wieder. Ja, Sam, mach dich nützlich. Na Mann! Yay! Money, money, money. Geld wird immer mitgenommen. Kiflo! Hinfort! Gegen unsere Wasserpflanzen-Kombo habt ihr alle keine Chance. Oh, Karamux, wie cool. Uh-oh, es will kontern. Ja, Sam, das ist dein Job. Ich bin der Anführer des Teams, ich muss leben. Puh. Ah, nicht du schon wieder. Du machst nur Ärger. Ja, ja cool, du kannst auch von da angreifen. Das ist ja nett. Oh, noch Tuska. Oh, 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 oh. Ja, ich glaube, die Kugelsaat, die wird vor allem noch bei Endbosskämpfen nützlich werden. Okay, die Hälfte haben wir fast geschafft. Ein bisschen will ich noch kommen in diesem Video, damit ich im nächsten Teil bei Xatu angekommen bin. Der mir dann hoffentlich verraten kann, warum ich zu einem Pokémon wurde. Naja, immerhin wurde ich so ein cooles Pokémon wie Shiggy. Genau, Shiggy. Shiggy ist 007, Shiggy ist der Beste. Naja, Shiggy und Kanimani. Ich mag generell die ganzen Wasserstab-Pokémon. Aber Plimpher gibt es hier ja noch nicht. Und das Spiel wird schon wieder so langsam, warum? Ach, Wachnare! Daneben, daneben, Bisasam. Feuer einstellen. Nein! Ich stehe unter Strom. Ich auch. Was tun, was tun? Wir gießen dich. Dieser Samen reißt dich mal zusammen. Ich dachte, wir sind ein Elite-Team. Das ist aber keine vorbildliche Arbeit, die du an den Tag legst. Okay, jetzt haben wir schon die Hälfte hinter uns. Wo ist denn die Treppe? Ich möchte weitergehen. Ja, genug gesungen jetzt. Wir haben noch schließlich was zu tun. Ja, jetzt kannst du weiter schießen, dann steht Kramox. Nochmal! Yay, Astrein. Noctuska, komm her. Wachstum! Du willst noch größer werden? Du bist doch schon so ein Riese. Oh, jetzt. Bisasam, reiß dich zusammen. Und Kramurx, für dich habe ich auch das passende Attackchen. Das passende Attackchen auch, geil, ey. Ja, Bisasam, ey, du bist ja voll der Camper. Okay, bis zu E9 gehe ich noch. Ah, so viele Noctuskas. Das ist wohl deren Schlafzimmer. Was tun, was tun? Dreh dich um, Shiggy. Genau. Nein, nicht dahin. Dahin. Tackle. Ah, shit, jetzt da noch aufgewacht. Nichts wie weg hier. Cool, sagt, kann nicht eingesetzt werden. Warum? Also keine AP mehr? Was? Ich habe gar nicht aufgepasst. Was hat er eingesetzt? Ja, Noctuska, speicher du mal Energie. Yeah, ich steige auf. Ich wünsche, ich würde auch wieder was Neues lernen. Ach man, wäre das ein richtiges Pokémon-Spiel, da würde ich mich jetzt entwickeln. Bäh!
Dieser Sam, mach was! Beschütze deinen Chef! Jetzt sag mir... Oh, nee, der hat keine... Ach, dieser Sam, dieser Sam! Nein! Verdammt, ey! Ich bin viel zu sehr an das neue Mystery Dungeon gewöhnt! Dann werfe ich dir das eben zu. Yay! Jetzt greife an! Yay, du machst ein Herrchen stolz. Was? Du bist nicht mein Herrchen! Ich dachte, wir sind Freunde! Nein, du bist mein Sklave, mein ergebener Diener. Oh, shit.